Hallo, Kalle hier von www.texas.de. Ich möchte euch heute ein bisschen was über LastPass erzählen. Das ist ein Passwortmanager, wie man ihn zum Beispiel auch aus Firefox oder Chrome kennt. Allerdings ist das Ganze verschlüsselt und in der Cloud gespeichert. Ihr seht hier im Hintergrund schon mal die Seite, das ist www.lastpass.com. LastPass steht für Last Password You'll Ever Have to Remember. Also im Prozess der Anmeldung, die übrigens kostenlos ist, legt ihr euch ein Masterpasswort an, mit dem ihr dann auf alle anderen Passwörter, die ihr jemals auf einem Rechner einrichtet, zugreifen könnt. Es gibt des Weiteren kleine Plugins, sowohl für Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera bin ich mir nicht sicher. Und wie ihr hier oben erkennen könnt, ist dieses Plugin bei mir schon installiert und es ist rot. Das heißt, ich bin mit meinem Masterpasswort bei LastPass eingeloggt. Und wenn ich jetzt auf eine Webseite gehe, wo ich mich anmelden muss, ich nehme mal Gmail, sehe ich hier oben eine zusätzliche Bar, die mir sagt, aha, LastPass erkennt mein Login. Und ich kann jetzt sagen, ich möchte mich direkt anmelden, LastPass hat hier meine Benutzerdaten und Passwort schon eingetragen. Oder ich kann oben das Profil umstellen und kann sagen, ah, ich möchte mich mit einem anderen Account einloggen, zum Beispiel mit meinem Texas-Account. Und dann loggt LastPass mich ein. Ich zeige jetzt nicht die ganzen E-Mails von uns. Und das geht eben mit allen möglichen Foren, Online-Shops oder wo auch immer ihr angemeldet seid. Solltet ihr einmal nicht an eurem Rechner sein, sondern an einem fremden Rechner und ihr habt jetzt irgendein Passwort vergessen, könnt ihr auch jederzeit auf die Webseite von LastPass gehen, euch oben einloggen, müsst dann normalerweise euer Masterpasswort eingeben. Ich muss das jetzt nicht, weil ich ja über das Plugin schon eingeloggt bin. Und ihr seht dann euren sogenannten Tresor. Das heißt, alle Webseiten, bei denen ihr Anmeldedaten hinterlegt habt. Und ihr könnt euch das Ganze dann anzeigen und euch das Passwort anzeigen lassen. Schick ist auch, wenn man sich irgendwo neu registriert. Ich nehme jetzt als Beispiel mal Avocado Store, wo wir wahrscheinlich unser nächstes Getränk bestellen werden. Hier ist der Shop und ich möchte mich jetzt gerne mal hier registrieren und möchte vielleicht nicht ein Passwort eingeben, was einfach zu erraten ist, sondern ich möchte ein ziemlich komplexes Passwort eingeben und möchte aber auch eigentlich gar nicht meine ganzen Benutzerdaten hier eingeben. Ich fange also an, sehe wieder oben kommt die LastPass-Bar. Ich kann jetzt klicken auf Felder ausfüllen, kann mir verschiedene Profile einrichten. Ich habe nur eins mit meinen normalen Benutzerdaten und LastPass trägt schon mal Benutzername und E-Mail-Adresse für mich ein. Anstatt mir jetzt ein Passwort auszudenken, kann ich sagen, LastPass, hilf mir doch bitte beim Suchen eines Passworts. Klicke ich auf Erstellen, kann sagen, wie lang das Passwort ist. Ich nehme mal 12 Zeichen mit Spezialcharacters und sehe jetzt hier unten ein ziemlich gut verschlüsseltes, sehr, sehr starkes Passwort. Ich sage Erstellen, dann zeigt mir das Passwort an, annehmen und LastPass trägt mir das Ganze unten bei Passwort und Passwort wiederholen ein. Und so könnte ich mich registrieren mit einem bombensicheren Passwort, das wieder in meinem LastPass-Tresor gespeichert wird. Das Ganze ist kostenlos und auf www.lastpass.com herunterzuladen, beziehungsweise dort kann man sich auch anmelden und das Ganze ist natürlich hochverschlüsselt. Die Daten werden zwar bei LastPass gespeichert, allerdings das wieder verschlüsselt und erst auf eurer Seite nach Eingabe des Masterpassworts wieder entschlüsselt. Das war LastPass für www.texas.de.